Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Bildung über alles stellen? Macht sonst keiner. Wirtschaft und Umwelt verbinden? Macht sonst keiner. Steuergeld sparen? Macht sonst keiner. Wenn du eine Politik willst, die an übermorgen denkt, gibt es nur eine Wahl. Am 29. September NEOS. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 28.09.2019. Falter-Chefredakteur Florian Klenk musste sich im letzten Frühjahr von einem steirischen Bergbauern vorwerfen lassen, als Oberbobo zu agieren, als wohlbehüteter Städter, der vom harten Leben auf dem Land keine Ahnung hat. Der Grund: in Tirol ist eine Mutter von einer Kuh zu Tode getrampelt worden. Ein Gericht hatte den zuständigen Bauern für verantwortlich erklärt. Klenk verteidigte das Urteil. Die Agrarlobby schrie auf und der Bergbauer Christian Bachler aus der Steiermark war besonders wütend. Bachler lud Klenk ein, ein paar Tage als Praktikant auf seinem Hof zu leben. Der Falter-Chefredakteur nahm diese Einladung an, um herauszufinden, was der Bergbauer über Klimawandel, globalisierte Fleischindustrie und die Umweltpolitik der nächsten Regierung zu sagen hat. Hören Sie den Bericht von Florian Klenk direkt von dem am höchsten gelegenen Bergbauernhof der Steiermark, der vom 36-jährigen Christian Bachler in der Krakau betrieben wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem doch recht ungewöhnlichen Podcast. Ich sitze hier auf 1450 Meter. Auf 1450 Meter Seehöhe. Auf dem höchsten Bauernhof der Steiermark, dem Bergerhof in der Krakau-Ebene. Und neben mir sitzt Christian Bachler, der Bauer. Und wir haben die letzten Tage miteinander verbracht. Einen schönen Tag, Herr Bachler. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Sehr gerne, freut mich sehr. Ich war Bachlers Praktikant, wenn man so will, und er hat mich in seine Welt der Alm- und Weidewirtschaft eingeführt. Dass ich hier sitze, ist eigentlich dem sogenannten Kuh-Urteil zu verdanken, das ich richtig fand. Ein Gericht hat bekanntlich einen Bauer zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt, weil seine Kuh eine Wanderin neben einer touristischen Einrichtung, einem Restaurant oder einer Berghütte getötet hatte. Die Hinterbliebenen kriegen nun eine Waisenrente und die Begräbniskosten von der Versicherung. Und als ausgebildeter Jurist und Städter fand ich das Urteil gut. Bachler aber ist zornig geworden, weil er meinen Artikel gelesen hat und also meine Meinung gehört hat. Und da hat er sich eine Kamera geschnappt, hat sich in das Gehege seiner Alpenschweine gestellt und hat mich über ein Facebook-Video, das über 150.000 Leute angeklickt haben, mich, den Oberbobo aus Wien, den Oberfalter, aufgefordert, endlich in seine Welt zu kommen und seine Welt zu erkunden, weil wir Städter eigentlich keine Ahnung von der Landwirtschaft haben und von den Bedingungen, unter denen hier landwirtschaftliche Produkte, Fleisch, vor allem aber auch Milch und Hühnerfleisch produziert wird. Und deshalb sitzen wir jetzt hier in dieser schönen Stube. Wir schauen hinaus auf einen wunderschönen Wald, auf das Gebirge. Und draußen stolzieren die edlen Puten herum. Die Alpenschweine flitzen über den Hof. Auf der Alm stehen 26 Kühe in einem sehr steilen Gelände, das wir die letzten zwei Tage durchwandert haben. Und mir gegenüber sitzt eben dieser Herr Bachler. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt Einblicke geben. Wir wollen aber heute nicht nur über das Kuh-Urteil reden, sondern über viel, viel größere Themen, die Christian Bachler eigentlich wie kaum ein anderer erklären kann. Wir wollen über den Klimawandel sprechen, der hier in den Alpen die ersten Spuren zeigt und große Probleme machen wird. Wir wollen über die globalisierte Fleischindustrie sprechen, die auch ein Wahlkampfthema wurde, nachdem die SPÖ gesagt hat, das billige Schnitzel ist sozusagen ein Menschenrecht in Österreich. Und wir wollen über die Agrar- und Regionalpolitik sprechen, über die Bauernkammern und über die Agrarmarkt Austria und über die Umweltpolitik, die hier eigentlich stattfinden müsste, aber nicht stattfindet. Beginnen wir aber ganz kurz vielleicht über das Kuh-Urteil. Herr Bachler, was hat Sie eigentlich so geärgert daran, dass jetzt die Versicherung des Bauern den Hinterbliebenen eine Rente zahlt und das Trauerschmerzengeld? Warum hat sie das so in Rage gebracht, dass sie sich ins Gehege stellen und einen kleinen Zornausbruch bekommen haben? Wir haben das vorher einfach nicht für möglich gehalten, wie die meisten Kollegen, dass man generell so einen Prozess
und für mich amerikanische Verhältnisse ein bisschen in Österreich überhaupt einmal erleben werden. Das Urteil hat dann insofern natürlich für Verunsicherung gesorgt und da sind halt wieder die differenzierten Blickwinkel. Der Blickwinkel des Juristen, der natürlich da auch auf die Hinterbliebenen denkt in erster Linie, ist ganz klar. Und unser Blickwinkel, wenn man jetzt bei uns da beim Fenster rausschaut, haben wir einen Wanderweg, einen öffentlichen, der geht einen halben Meter vor meiner Haustür vorbei. Darf ich jetzt dann infolgedessen, wenn eine besondere Verwahrungspflicht oder geänderte Rahmenbedingungen für die Tierhaltung gelten, darf ich dann meine Truthühner noch vor mein Haus draußen auf mein Grund laufen lassen? Oder muss ich Angst haben, dass mir der nächste Tourist irgendwie belangen probiert, weil mein Truthahn hat ihm seinen Rucksackschnitzel ausgerissen? Oder hat er das Stessen über den Genau, Kopf. Genau. Das heißt, Sie haben eigentlich Sorge, dass es zu Wiederauflagen geben könnte genau. oder wieder finanzielle Belastungen geben könnte für eine Bauernschaft, die ohne dies schon hart belastet ist. Genau, genau. Und das Thema eben, natürlich wäre das in erster Linie oder mit einer Versicherungslösung theoretisch möglich. Wir erleben aber leider mit dem zunehmenden Tourismus und mit einer bisschen, ich muss das einfach so sagen, Verblödung der Menschen, Entwicklungen, die uns einfach Sorgen machen. Also wir haben zum Beispiel Fälle, dass Schwammerlsucher entgegen dem Fahrverbot illegal auf die Forststraßen im Wald unterwegs sind. Der reißt sich die Ölwanne beim Auto auf und probiert mich als Grundbesitzer dann oder als Wegerhalter hofbar machen, weil er sie beim illegal Fahren in mein Wald das Auto demoliert hat. Und da sind halt viele Versicherungen dahinter, weil sich jeder denkt, nö, es kostet mir nichts. Ja, ne, eine Rechtsschutzversicherung, die sollen sich halt ärgern. Vor dem haben wir Angst, dass wir da in einer Flut an solchen wirklich idiotischen Aktionen untergehen. Jetzt könnte man aber sagen, ihr profitiert natürlich auch vom Tourismus. Es gibt auch da auf den Almen Ausflugsgasthäuser, es gibt Hotels. Sie haben selber hier Zimmer, sehr ja. schöne Zimmer. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Man kann sie über Airbnb, kann man hier eine Dachkammer buchen und wunderschön ins Tal schauen. Ja. Sie profitieren ja auch von diesen Leuten. Warum sollen dann nur die Touristen den Schaden tragen und dann vielleicht auch noch im Nachhinein verhöhnt werden? Da wird es jetzt wieder komplex, weil ich natürlich direkt vom Tourismus profitiere. Das ist ganz klar. Ich bin nur viel toleranter und wahrscheinlich an einer höhere Schmerzgrenze als wie viele andere Kollegen. Andere Kollegen, die vom Tourismus nur indirekt über vermutlich zum Beispiel eine bessere Infrastruktur durch die Gemeinde profitieren, aber nicht direkt im eigenen Geldtaschel, der hat natürlich ganz eine andere Hemmschwelle als wie mir. Und ich glaube, so ähnlich dürfte der vorher in Tirol auch gewesen sein. Der Bauer vorher, wo das Unglück passiert ist, dürfte weniger profitieren oder halt nur indirekt oder weniger profitieren als der Wirt am Ende des Tales. Und da ist halt dann die Bereitschaft, irgendwas zu tun, enden wollen, nennen wir es einmal. Kommen wir kurz vielleicht abschließend, das Urteil ist jetzt verändert worden. Es ist jetzt der Schaden 50-50 aufgeteilt worden. Also die Hälfte hat die Mutterschuld, die diesen Hund mit einem Karabiner an sich gebunden hat. Dafür wurde er Mitverschulden attestiert, weil der Hund nicht weglaufen konnte. Der Fall geht jetzt zum obersten Gerichtshof, er ist noch nicht entschieden. Aber kommen wir vielleicht zu anderen Themen. Wir befinden uns jetzt ganz kurz vor einer sehr entscheidenden Nationalratswahl und ein Thema, das sozusagen die nächsten Jahre prägen wird, ist der Klimawandel, ist die Auswirkung der Erderwärmung auch auf die Wirtschaft, auf die Landwirtschaft. Wir sind hinaufgewandert auf Ihre Alm hinein ins Tal und mir ist aufgefallen, dass Sie, bevor wir dorthin gefahren haben, zwei lustige Dinge gemacht haben. Sie haben ein Steinöl gekauft für die Hörner Ihres Yaks und eine Tinktur, eine blaue, die Sie dem Yak über das Fell geschüttet haben. Das hat mich sehr verwundert. Erstens, dass es Yaks gibt und zweitens, warum sie mit blauer Tinktur überschüttet werden. Was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun? Ja, das wird jetzt komplex. Ne? Yaks haben natürlich in der Obersteiermark grundsätzlich gar nichts verloren. Das ist ein Experiment, was wir jetzt seit einem guten Jahr bei uns laufen haben am Betrieb. Die Yaks haben den Vorteil oder haben spezielle Eigenschaften. Sie können klettern wie Schafe und Ziegen. Und können diese Lücke füllen, die vorher, also die Flächen bewirtschaften, Flächen nutzen, die vorher nur durch Schafe und Ziegen bewirtschaftbar waren. Das heißt, sie können ganz raufklettern, genau. wo eine Kuh nicht hinkommt, genau. weil sie zu plump und schwer genau. ist. Genau. Also, wo du da als Betreuer, als Bauer denkst, wie bitte sind die da aufgekommen? Und was macht das Yak da oben? Was frisst es? Das Yak hat eine spezielle Eigenschaft, was das Fressen angeht. Das ist der einzige bekannte rinderartige Wiederkäuer, der beißt wie ein Pferd. Also, eine normale Kuh reißt das groß mit der Zunge ab. Weil sie im Oberkiefer keine Zähne hat vorn. Der Yak beißt, zwickt es richtig ab und kann sehr tief abgrasen und sucht von sich aus, vom Instinkt, trockenes Gras, wo es eben Rinder zum Beispiel verschmähen. Das heißt, sie putzen das weg, wo es die Rinder überlassen. Dadurch, dass
dort gar keine Weidewirtschaft mehr ist in diesen Regionen, weil einfach die Schafwirtschaft sinnlos worden ist, verbuscht uns das sonst und verbuchert komplett. Und so probieren wir jetzt mittelfristig diese Flächen wieder nutzbar machen oder zu nutzen, weil wir einfach sehen, wenn wir diese Flächen nicht mehr nutzen, haben wir viel größere Lawinen, wir haben viel mehr Murden im Sommer. Weil die Lawine sozusagen auf dem großen, langen Gras liegt, genau, und ins Tal rutscht, genau, und reißt dann den Erdboden mit. Genau, genau. Das heißt, damit verschwindet auch wertvoller Almboden. Genau, genau. Also jetzt stellt man die Frage, warum gibt es keine Schafe? Ich meine, es gibt ja mehr denn je, essen die Leute Lammkoteletts in den fernen Restaurants oder in den Supermarktregalen, ja, auch Lammkoteletts, das, ja, hat es in meiner Kindheit so noch nicht gegeben. Ja. Warum habt ihr keine Schafe da oben? Schlicht und einfach, die wirtschaftliche Situation in der Schafhaltung ist derzeit dermaßen schlecht, dass sich das nicht rechnet. Weil? Weil wir durch Billigimporte aus dem Ausland immer dumpt werden, also immer unterboten werden. Das heißt, die neuseeländischen Schafe, genau, die wir im Supermarkt finden, genau, sind so billig, dass ihr überhaupt nicht mithalten, genau, könnt. Das heißt, die globalisierte Fleischindustrie, wenn man so will, macht, genau, es unmöglich, dass hier Schafe sind, und wenn es keine Schafe gibt, braucht man irgendein anderes Viech. Pferde sind zu teuer, also nimmt man, genau, einen Yak. Genau. Und warum hat das Yak aber jetzt die blaue Tinktur am Rücken? Wir haben einen Parasiten da seit ewigen Zeiten, der nennt sich großer oder kleiner Leberegel, der befällt alle Wiederkäuer. Der fühlt sich durch die Erwärmung jetzt auch in höheren Lagen pudelwohl. Das heißt, den hat es früher auf der Alm gar nicht gegeben? Nein, oder? So hoch war der nicht oben. So hoch war der nicht oben. Der war zu Hause ein gravierendes Problem, immer. In den letzten Jahrzehnten hat man dann im Frühling vor dem Almauftrieb dagegen behandelt. Geht halt nur chemisch letzten Endes. Die Tiere haben sie dann in der Weideperiode auf der Alm wieder sanieren können. Leber büdert sich recht gut nach. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Wir merken jetzt, dass der Erreger weiter nach oben geht. Also der ist zum Teil über 2000 Meter Seehöhe zu finden. Und das nächste Problem ist, wir haben viel weniger Wasser im Sommer. Also eine Dürre jagt die andere. Und dieser Erreger sitzt in schlechtem Wasser auf gut Deutsch. Also in sumpfige Wasserstellen, die die Tiere normal, wenn sie die Auswahl haben, zwischen besserem und dem Wasser immer verschmähen. Wenn aber sonst nichts mehr da ist, dann denkt sich die Kuh halt, okay, jetzt 500 Höhenmeter absteigen bis zum Bach obi und dann wieder zurückgelaufe ich zum guten Futter, tue ich nicht. Jetzt laufe ich halt da aus dem schlechten Wasser. Das heißt, sie infizieren sie mittlerweile das ganze Jahr. Das heißt, der Klimawandel führt letztlich dazu, dass ein Parasit auf der Alm lebt, genau, den die Kühe auf sich nehmen, der die Leber ruiniert, genau, und der braucht wiederum eine Medizin. Genau. Und ich habe gelernt, dass die Kuhhaufen, die dann sozusagen mit dieser Medizin kontaminiert sind, wieder die Insekten zerstören, die da oben. Genau, also diese Mittel gegen diesen Erreger töten quasi jeden Parasit und haben halt dann den lustigen Nebeneffekt, unter Anführungszeichen, dass eben zum Beispiel die Kuhfladen nicht mehr zersetzt werden durch Mistkäfer und so weiter, weil jeder Mistkäfer oder jeder Käfer, jedes Insekt, was davon nascht, fällt dort um. Und wir haben es dann nicht gesehen, auch da, wir haben eine Kuhfladen, die liegen vermutlich seit 2 Jahren jetzt da. Und da kommt jetzt wieder das Steinöl ins Spiel. Wir haben auch ein Problem, dass Bremsen, Fliegen viel weiter nach oben kommen und sie oben pudelwohl fühlen. Ja? Und da haben wir heuer halt gelernt, da hat der Yak ein Problem. Der Yak hat kleinere Ohren als wie ein Rind und kann sich mit die eigenen Ohren die Parasiten nicht vor die Augen wegwedeln. Das hat dann zur Folge, dass die Yaks zum Teil ausgeschaut haben, heuer im Juni und im Juli, mit hunderten Fliegen in die Augen. Die sind dann total apathisch um und um gelegen oder sind in Panik gelaufen, auch im steilsten Gelände, weil sie probiert haben, durch den Fortwind, unter Anführungszeichen, sich die Parasiten vor die Augen wegzukriegen. Und da sind wir wieder bei dem, die chemische Keule, wir haben heuer einmal mit der behandeln müssen, weil sonst war uns der eingegangen, bewirkt dasselbe mit den Ausscheidungen. Also das heißt, dass dann auch wirklich von diesen behandelten Tieren der Mist nicht mehr abgebaut wird, den wir ja als Dünger im Kreislauf da oben brauchen. Und da kommt jetzt das Steinöl ins Spiel, stinkt bestialisch, ist eine grausliche Substanz, wir haben das eh kennengelernt, das mögen die Fliegen aber nicht. Und das streichen wir ihnen jetzt ins Knack, auf den Schädel, auf die Hörner vor allem, und versuchen so die Fliegen zu vertreiben. Jetzt sind wir ein bisschen auch auf eine andere Alm gewandert, die komplett zugewuchert war mit, mhm, Wacholderbeeren. Mhm. Jetzt können wir sagen, sind wir froh, da gibt es mehr Wacholderbeeren, aus denen wird Gin gemacht. Ihr macht hier auch Gin, ja, gepflückt. Aber Sie haben ja erklärt, dass das sozusagen wiederum ein Problem auch des Klimawandels ist, auch der Fleischindustrie, dass diese Wacholderbeeren, diese Wacholdersträuche sozusagen die Natur oder die Kulturlandschaft, so wie wir sie kennen, ruinieren. Warum? Kulturlandschaft ist da ein gutes Stichwort. Wenn wir halt wandern gehen, wenn wir Urlaub machen, dann glauben viele von uns, dass diese Landschaft, durch die wir uns bewegen, quasi Gott gegeben ist. Es ist aber Kulturlandschaft, die ist durch Menschen gemacht. Wenn man dort keine Landwirtschaft gemacht hat, über Jahrtausende keine Almwirtschaft, dann wäre da einfach Wald,
bis zur natürlichen Waldgrenze, ganz eintönig, und oben hätten wir halt ein paar freie Flächen. Mit dem Beginn der Almwirtschaft hat man zum Teil natürlich auch künstlich die Waldgrenze abgesenkt, ne, und hat sich in erster Linie die freien Flächen von diesen Zwergsträuchern, nennt man das, eben Wacholder und Co., befreit, um Weideland zu schaffen. Ne. Jetzt kämen halt zwei Entwicklungen zusammen. Durch den fortschreitenden Klimawandel, durch die Erwärmung, fühlen sich diese Sträucher wohler, können besser wachsen, springen nach oben, was die Seehöhe betrifft, und kämen jetzt zusammen mit einer Landwirtschaft, die aus wirtschaftlichen Gründen viel weniger Tiere auf die Alpen treibt. Weil man da halt jetzt auch wieder, sind wir wieder beim Weltmarkt, ich kann halt mit der traditionellen Almwirtschaft keine Schlachttiere produzieren, die die Industrie haben will. Das heißt, es gibt 100, keine Ahnung wie viele Gütesiegelprogramme, wo es letzten Endes nie um die Qualität geht, sondern es geht immer um das Alter des Tieres und das bis dorthin erreichte Gewicht. Und mit diesen Parametern schließe ich quasi die Almwirtschaft aus. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich eine schlechte Saison habe auf der Alm, dann bringe ich diese Leistung nicht zusammen. Als Beispiel, der letzte. Das heißt, das Viech ist zu wenig fett. Genau, das Viech ist zu leicht, aber schon zu alt. Ne? Okay, und das kauft euch niemand ab. Was kriegt man für so einen Almochsen oder für so eine Almkuh, wenn man es dem Viehhändler verkauft? So ein Almochs, der noch die Endmast quasi braucht, der kostet derzeit zwischen 2 Euro das Kilo lebend bis 2,20 Euro. Das heißt, für ein Tier kriegt man wie viel? Ja, du bist halt bei 1400 Euro ungefähr. So in der Größenordnung bewegt sich das, plus minus ein bisschen. Ja. Sie haben erzählt, dass Ihr Großvater, glaube ich, noch in den 70er Jahren für 6 Ochsen einen Traktor bekommen hat. Mhm. Was wird man halt für 6 Ochsen für ein landwirtschaftliches Gerät bekommen? Wenn man sich einen Traktor kauft, ja, die Reifen ohne Felge. Die Reifen ohne Felge. Ja. Das heißt, um jetzt den Fleischpreis in Traktoren zu messen, hat eine völlige Entwertung stattgefunden. Genau. Kommen wir zu den Auswirkungen für den Tourismus. Wenn die Almen da oben zuwachsen, heißt das letztlich auch, dass eine Kulturlandschaft verschwindet, die für den Tourismus genutzt wird. Genau. Die Leute auch hier, die hier zu Gast sind, ja, gehen gern wandern, die gehen gern über sonnige Almen, wollen dort den Ausblick genießen. Wir blicken da jetzt hinüber auf eine Bergkette, wo Sie mir gesagt haben, dass die Baumgrenze sich langsam nach oben schiebt, dass es sozusagen immer bewaldeter wird, dass die niederen Tauern in 100 Jahren komplett bewaldet sein werden. Was heißt das für die Region? Ja, das hat dramatische Folgeerscheinungen. Bei uns ist jetzt die Waldgrenze ca. auf 1900 Meter. Also die Experten sagen, wenn die Erwärmung so weitergeht, dann ist sie theoretisch im Jahr 2100 auf 2300 Meter. Unsere Berge sind im Schnitt aber deutlich niedriger als 2300 Meter. Das heißt, soweit irgendwie möglich vom Gelände her, wo nicht wirklich nur Steine sind, werden die Berge bewaldet sein. Und das ändert natürlich das Landschaftsbild völlig. Weil ich komme jetzt da her als Tourist, weil ich eben diese Abwechslung will. Ich freue mich, dass ich jetzt eine freie Flächen habe, dann habe ich ein bisschen Wald, wo ich Schwammerl suchen kann, dann habe ich eine Almflächen, dann habe ich einen See. Wenn das alles nur mehr eintöniger Wald ist, und ober der Wald ganz oben, die Kampfzone eben mit dem Wacholder und mit den lästigen Sachen, bis zu den Gipfeln geht, da ist die Begeisterung enden wollend. Das heißt, man braucht Schnittschutzhosen, um... Genau, Wacholder, wir haben es eh kennengelernt, der ist bissig, nicht? Also der hinterlässt wirklich Spuren auf die Füße. Das ist nicht lustig. Ihr verbringt mittlerweile sehr viel Zeit damit, mit Motorsägen diese Wacholder wegzusägen. Genau. Kommen wir zu einem zweiten Thema. Wie wir da durch den Hof spaziert sind, da gibt es ein Gehege, das sind merkwürdige schwarze Schweine, es sind keine Wildschweine. Mangalitzerschweine gibt es zwar hier auch, aber es sind merkwürdige schwarze Schweine, die längere Haxen haben, als man sonst hätte. Was ist das für ein Tier? Das sind sogenannte schwarze Alpenschweine, die galten in Österreich seit über 100 Jahren als ausgestorben und eigentlich auch als weltweit ausgestorben. Die wurden durch Zufall wenige Restexemplare in Italien vor 6 Jahren mittlerweile wiederentdeckt. Und man hat noch 9 Exemplare gefunden und man hat mit diesen 9 Exemplaren ein Erhaltungszuchtprogramm gestartet, weil man eben sieht und auch wir sehen, diese genetische Reserve, man muss sich ja vorstellen, diese Tiere haben die Menschheit oder die Menschen im Alpenraum über Jahrhunderte durch alle möglichen Krisen begleitet. Durch die kleine Eiszeit, durch wärmere, schlechtere, bessere klimatologische Perioden. Die haben eine genetische Möglichkeit, dass sie sich anpassen. Wenn wir diesen Schatz, diesen genetischen Schatz verschwinden lassen, was tun wir dann vielleicht in Zukunft? Was bedeutet das im Klartext? Diese Schweine
Die kann ich im schlimmsten Fall einfach wieder im Wald halten oder so wie mir auf der Wiesen. Die haben die Eigenschaft, dass sie aus Grünland Muskel bilden können, Fleisch und Speck. Ja? Das heißt, ich brauche kein Soja und bloß keinen Regenwald flachlegen und niederbrennen, so wie wir es jetzt im Sommer erlebt haben, sondern die können einfach das fressen, was auf der Wiese ist. Genau. So wie die Buten, die hier durch die Wiesen streifen und einfach die Heuschrecken von den blühenden Gräsern ganz pflücken. Ganz genau, ganz genau. Sie haben erzählt, dass Sie eine dänische Landwirtschaftsexpertin hier hatten, eine Schweinezuchtexpertin, die Ihnen erzählt hat, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, für einen Hof, wenn er weniger als 10.000 Schweine zu züchten. Was hat Ihnen die erzählt? Was ist das für eine Welt? Denken wir mal ein in die Welt der Fleischindustrie. Man muss vielleicht für die nicht so Landwirtschaftsaffinen vorausschicken, die dänische Landwirtschaft wurde uns Bauern immer als die Vorzeigelandwirtschaft in der EU präsentiert. Die sind effizient, die sind weltmarktorientiert, die exportieren so und so viel Prozent. Da müssen wir hin. Ne? Also Masse. Masse. Qualität ist völlig Nebensache. Das heißt, das Geld, das ein Bauer verdient, soll er stecken in die, in den Bau von großen Schweineställen und in große Fleischfabriken. Genau. Also eine Industrialisierung. Bis so wie im Beginn des 20. Jahrhunderts das Handwerk industrialisiert wurde, soll man auch die Schweinewirtschaft industrialisieren. Genau. Es geht nur noch um Produktivität. So und so viel Schweine pro Arbeitskraft, das ist die wichtigste. Was verdient man dann pro Schwein? Was hat sie erzählt? Also die Dame hat ganz lustige Sachen erzählt. Die sagt, alles unter 1.000 Schweine ist Hobby. So lernen sie es den Schülern in Dänemark. Damit ist 90% der österreichischen Schweinebetriebe im Vollerwerb schon mal ausgeschlossen vor dem Spiel. Ob 3.000 Schweine, sagt sie, wäre es Nebenerwerb, da kann man in einem guten Jahr ein bisschen Taschengeld verdienen. Die wichtigste Kennzahl schwankt zwischen 5.000 und 5.500 Schweine pro Arbeitskraft, dann redet man von Vollerwerb. Das heißt, der Betrieb hat eine Chance, dass er weiter tut. Die reden von einem Gewinn pro Schwein zwischen 4,50 Euro und in einem guten Jahr 6 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wir reden von einem Schwein, das die Sonne nicht sieht, das die meiste Zeit in einem Stall mit Spaltenboden steht. Und, ganz klar. Und was passiert, wenn das Schwein in die Sonne kommt? Die haben natürlich Probleme, weil Sonne ist da nicht vorgesehen. Nicht? Also die haben zu wenig Pigment in der Haut, weil man dem Konsument ja eingeredet hat, die Krusten vom Schweinsbraten, wenn ich das aus der Verpackung tue, das, oder die Schwarte muss total weiß sein. Ne? Und die Dame hat da irgendwie so zwiespältig berichtet, in Dänemark wurden die Leute jetzt auch ein bisschen öko und auf das sind sie quasi nicht vorbereitet. Was machen sie jetzt? Sie holen aus Weißrussland Billiglohnarbeiter, die bei die Schweine oder die Schweine mit Sonnencreme einschmieren, damit dass man es halt jeden Tag für eine Stunde in Auslauf treiben kann, weil sie ohne diese Sonnencreme am Rüssel und im Gesicht solche Sonnenbrände hätten, dass sie am Abend nicht mehr fressen. Und das kostet natürlich Leistung. Und auf die Frage, ob einer das noch normal vierkimmt, sagt sie halt, ja, Schulterzug. Ja. Das ist eine völlige Perversion einer Tierzucht. Also wir sehen da draußen kleine Schweinl, die sich im Dreck suhlen, die sich durchgraben. Was macht ihr für einen Umsatz für so einen, mit so einem Schwein, mit so einem alten Schwein? Naja, wir rechnen halt, dass er so ein Alpenschwein mindestens 1.500 Euro Umsatz bringen muss. Und das gegenüber die vielleicht 125 Euro, die das Schwein dem dänischen Bauern bringt, da braucht man über eine Wertigkeit oder wo es gar nicht reden. Das heißt, ihr tut euer Schwein selber verarbeiten. Man kann das, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, das dürfen wir ausnahmsweise, wenn wir es deklarieren. Man kann bei Ihnen das Fleisch sozusagen in ganz Österreich bestellen und das wird in einem Styropor-Kistel geliefert, gekühlt und kann sozusagen direkt vermarkten. Reden wir ein bisschen über das Schlachten. Sie haben erzählt von diesen sogenannten Turbo-Schlachthöfen und haben erzählt, normalerweise, wenn man ein Schwein schlachtet, dauert es ungefähr 2 Minuten. Bis das Leben, Sie haben das sehr schön formuliert, bis das Leben aus dem Schwein entwichen ist. Ja. Was passiert in Turboschlachthöfen? Sie haben das einmal gesehen? Was? Da reden wir von wie Tönnies in Nordrhein-Westfalen, die schlachten mehr als 25.000 Schweine am Tag. Ne? Da reden wir von Schlachtgeschwindigkeiten von 6 Sekunden pro Schwein. Damit meint man, dieses arme Schwein, das dort steht, als Arbeiter aus irgendeinem osteuropäischen Land, der hat 6 Sekunden Zeit, für zum Beispiel den Handgriff da den Stich zum Blutentzug zu setzen. Ne? 5 Sekunden. 6 Sekunden. 6 Sekunden. Nach 6 Sekunden ist das nächste Schwein da. Da stellt sich für mich die Frage, wer ist das ärmere Schwein? Das Schwein, was dort geschlachtet wird, oder das Schwein, das arme Schwein, menschlich, das dort steht und die Arbeit macht? Da musst du durchtragen. Dürft ihr eigentlich hier ein Schwein schlachten am Hof, so wie man das jahrhundertelang gemacht hat? Für den Eigenbedarf, aber wir darf halt nicht einmal miteinander was jausen von dem Teil. Also ich müsste das dann quasi nur meine direkte Familie essen. Dann ist das derzeit noch möglich. Wobei wir aber in der Regulierungswut, die da bei uns grassiert, schon befürchten, dass das über kurz oder lang wegen irgendeinem Schickimicki-Blödsinn auch abgetragen werden wird. Und warum darf ich das nicht essen?
Weil das nicht behördlich beschaut worden ist, das Tier. Ja, das heißt, wenn es behördlich beschaut würde, wenn ein auch Tier... Nicht. Auch nicht? Auch nicht, nein. Es muss ein, laut irgendeiner Norm, EU-Norm sowieso, zertifizierter Schlachtraum, Schlachthof, Schlachtbetrieb sein, mit einer Schlachtbetriebsnummer, der alle Auflagen erfüllt, die in der Verordnung drinnen stehen. Dort können wir das dann schlachten, dann darfst du uns natürlich auch essen. Ne? Gibt es hier eigentlich noch Schlachthöfe? Also, also es gibt ein paar private, also gemeinschaftlich organisierte, so wie wir das machen. Es ist leider tragisch, es ist immer gefährlich, da will man keinen anbotzen, aber es ist einfach so. Die Metzger schlachten nicht mehr selbst, aber das ist flächendeckend in Europa so, warum? Zum Großteil. Weil sie mit Auflagen kaputt gemacht worden sind. Ne? Und natürlich auch, da sagen wir, da kommt dann der BWLer und der Banker und sagt, du, wieso kaufst nicht das fertig zerlegte Schwein, den Schweinebauch zum Speck machen, direkt beim Schlachthof. Das ist doch im Einkauf viel billiger, als wie wenn du jetzt einen österreichischen Metzger, falls du noch einen findest, du hinstößt und der soll das halbe Schwein zerlegen. Das heißt, der kauft dann aus Litauen oder aus irgendeinem entfernten EU-Land das billige Fleisch. Die werden natürlich zum Großteil österreichisches Fleisch kaufen. Wobei österreichisches Fleisch lustig ist, wenn man weiß, wie viel Soja in einen österreichischen Schwein oder Händel reinsteckt. Das ist ja eigentlich ein brasilianisches Viech. Wenn ich 80% meiner Eiweißration aus brasilianischem Soja beziehe, mit was für einer Rechtfertigung stempel ist dann ein steirisches Schwein? Zu selbstkritisch müssen wir als Landwirtschaft sein. Das heißt, es frisst eigentlich brasilianischen Urwald auf. Genau, aber ist auch bei uns groß geworden. Und ist bei uns groß geworden. Und wird dann vom Rumänen oder vom Litauer geschlachtet und dann von irgendwelchen Speditionen aus Malta kreuz und quer durch die Gegend geführt, bis es dann da bei uns in Murau ist und da dann zu Speck verarbeitet wird. Und die Schlachtanfälle gehen dann wieder nach Afrika und machen dort den Agrarmarkt kaputt. Genau. Wie kann man aus diesem System entkommen? Es ist ja sozusagen ein nicht nur ein Zornbauer, zu Unrecht hat man sie den Wutbauer genannt, wir haben das da scherzhaft verwendet, also in Wirklichkeit sind sie ein sehr aufklärerischer Bauer. Wie kann man aus dieser Falle entkommen? Wie sehen Sie die derzeitige Landwirtschaftspolitik? Sie haben sich immer wieder auch mit den Bauernkammern angelegt, habe ich gehört. Es gab immer wieder sozusagen große Reibereien, auch wegen der Förderungen, die dann wieder zurückbezahlt werden mussten, weil man irgendwelche Probleme entdeckt hat. Wie kann man an die Zukunft denken in dieser Politik? Wir brauchen einen fundamentalen Wandel. Also dieses System ist tot. Das System weiß es nur noch nicht. Und jeder Bauer, der ein bisschen ein Herz hat und sich einmal 2 Stunden hinsetzt und über das nachdenkt, was er tut, also ich sage immer unter Anführungszeichen, die echten Bauern, der mit 150 hier und so, da muss er eigentlich sagen, verfliegst, was der mir da. Sie haben vorhin gesagt, dass die Bauern oft noch nicht einmal in einem Schlachthof drinnen waren. Genau. So einem Megaschlachthof. Ich glaube, bei Graz gibt es einen, für den eine eigene Autobahnabfahrt gebaut wurde. Genau. Das heißt, Bauern sollten sich einmal anschauen, was eigentlich nachher mit ihren Viechern passiert. Aber du kommst heute zum Beispiel mit einer Schulklasse aus den landwirtschaftlichen Schulen gar nicht mehr in den Schlachthof wegen Hygieneauflagen. Die sollen das sehen. Jeder Bauer kehrt 3 Tage in den Schlachthof. Und wenn er da noch ein lebendes Tier an diese Industrie verkauft, dann kehrt er in die Psychiatrie. Ist meine Meinung, wirklich. Weil dann ist er ich darf das Wort jetzt da nicht sagen, eine unappetitliche Körperöffnung. Aber das ist dieses Auseinanderdividieren. Ich war ja selber nichts besser. Ich war ja selber ganz ein normaler Turbokapitalistenbauer quasi. Ne? Bis ich dann einfach gesehen habe, wir stehen an. Für mich war das viel, viel leichter, eine alte Kur auf den Anhänger vom Viehhändler zu treiben, die Tür zumachen, Lieferschein unterschreiben und sagen, tschüss, liebe Kuh, jetzt ist das Problem vom Händler und von der nachgelagerten Kette. Ich habe echt oft Tränen in die Augen, wenn ich eine alte Kuh schlachten muss, die seit 13, 14 Jahren bei uns am Hof ist. Die gehört ja quasi zur Familie. Ja? Also da machen wir es uns halt sehr oft leicht. Und wie schaut der Wandel jetzt aus? Was muss passieren? Was muss bei den Konsumenten passieren? Und was muss bei den Bauern passieren? Und was muss in der Politik passieren? Wir befinden uns jetzt wenige Tage vor der Nationalratswahl. Was wären Ihre Appelle an die Politik? Was ist Ihr Appell an eine Landwirtschaftsministerin oder einen Landwirtschaftsminister oder einen Umweltminister? Oder an die SPÖ-Chefin, die sagt, es gibt sozusagen ein Recht auf ein Schnitzel? Ja, mitdenken auch, wenn es weh tut. Ne? Die Hauptproblematik muss einmal sein, wir brauchen Kostenwahrheit. Also es muss einmal der Treibstoff das kosten, was er wirklich an Schaden verursacht rundum und um. Wie kann es sein, dass das neuseeländische Lamm tiefgekühlt einmal um die Welt fährt und dann um einen halberten Preis da angeboten wird, als wie die Ware, die wir von der Alm übertreiben und direkt den Wirt bringen können? Das heißt CO2-Steuer. Ja. Zumindest für... Genau. Ja. Dann, es wird mittelfristig nicht am Verzicht vorbeiführen. Ne? Das heißt, es ist doch ein Frevel, wenn ich heute
4 Paprika kauft, dann kosten die gleich viel, als wir neben das Kilo Schweineschnitzel im Angebot. Da stimmt ja was nicht. Also da passt einfach was nicht mehr. Und wir brauchen einfach an diesen freien Märkten und Anführungszeichen Spielregeln. Es kann nicht sein, dass wir Sachen, ich bekenne mich absolut zum freien Handel, ne? Aber er muss fair sein. Ne? Wenn ich mein Kobe-Beef probieren will, dann bin ich natürlich auch bereit, dass ich für das halt auch 100 Euro das Kilo zahle, wenn ich es haben will. Okay, wenn der Amerikaner seinen schweineteuren Mercedes kaufen will, dann soll er sich den kaufen, aber dann muss der Geld kosten. Ne? Und nicht so, wie wir jetzt haben, dass wir die Rohstoffe um die Welt führen, eben wie wir gerade besprochen haben, Soja aus Brasilien in die Steiermark. Ne? Sie haben erzählt, dass die Ungarn zum Beispiel doppelt so viel Puten auf der Fläche halten dürfen wie Österreicher, dass, genau. Der Hofarbeiter 350 Euro verdient und hier 1500. Ja. Das heißt, da gibt es einfach eine Wettbewerbsverzerrung, genau. Wenn ich das richtig verstehe. Das ist nicht einfach freier Markt, sondern das ist krasse Wettbewerbsverzerrung. Genau. Kommen wir zum Ende, zum Schluss. Sie haben jetzt sehr ausführlich über die Fleischindustrie gesprochen, über den Klimawandel. Wir sitzen da in der Stube und hinter uns ist so ein Haufen Prospekte, wo man einen Prospekt gesehen hat von einem großen Industriefleischlieferanten, der die Gastronomiebetriebe versorgt. Da gibt es das Schweinefilet um 6 Euro den Kilo, das Rinderfilet, ich glaube, um 16 Euro. Wie sehr nehmen Sie denn Ihre eigenen Nachbarn in die Pflicht? Die Gasthäuser, die Hotels, die bei diesen großen Industrieketten kaufen, sollten die umdenken, so wie das vielleicht in Vorarlberg zum Teil schon passiert, dass sie mehr regional kaufen, dass auch die Touristen vielleicht darauf bestehen, regionalere Dinge zu kaufen? Ja, definitiv. Das Problem ist, und da müssen wir uns halt alle bei der Nase nehmen, wir haben halt über Jahrzehnte jetzt eingeimpft gekriegt, Geiz ist geil. Wir haben nichts zu verschenken. Es ist mir völlig wurscht, was vorher oder nachher passiert. Ich muss konsumieren. Und genauso ist das natürlich für den Wirt auch. Wir haben auch fundamental gewechselt. Ne? Das ist nicht einfach. Das ist ein beinharter Kampf nach wie vor. Ne? Und da ist halt dann natürlich, gehe ich jetzt aus der Komfortzone aus und stelle mich den und sage, wir wollen das anders machen. Oder sage ich, okay, solange es irgendwie geht, raufen wir halt weiter. Und das passiert halt rundum und um. Wir hadern einfach weiter. Wir wissen alle ganz genau, dass wir auf den Abgrund zufahren. Ne? Aber wir hauen nicht einmal ein bisschen die Bremsen rein, geschweige denn von der Notbremsen. Und das erschreckt mich. Das war ein mahnendes Schlusswort. Christian Bachler, vielen Dank für das Praktikum, für die sehr tiefen, sehr exklusiven Einblicke, für das Enthüllen eines Alltags, eines ganz normalen, aber widerständigen Biobauern. Ich glaube, Sie sind ja ein zertifizierter Biobauer, aber de facto ein Biobauer. Den Christian Bachler kann man auch auf Facebook anschreiben. Er hat den Bergerhof Krakau-Ebene eine eigene Facebook-Seite. Man kann ihn über Airbnb sich hier ein Zimmer mieten. Man kann bei ihm das Fleisch und die landwirtschaftlichen Produkte bestellen. Sie schmecken außerordentlich gut. Wir danken beide fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Sie können nächsten Mittwoch oder in der jetzigen Ausgabe des Falter eine große Reportage von mir lesen über dieses Praktikum. Sie können auf Facebook einige Videos sehen, wo wir an neuralgischen Punkten an seiner Alm über die große Politik anhand der kleinen Dinge sprechen. Herzlichen Dank. Wählen Sie ordentlich, wählen Sie das Richtige am Wochenende und ein schönes Wochenende. Sie hörten den Bericht von Falter-Chefredakteur Florian Klenk direkt vom Hof des steirischen Bergbauern Christian Bachler. Ich verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche Analysen und Interviews, aber auch ungewöhnliche Reportagen. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren über die Plattform, auf der Sie uns hören. Und das ist sogar gratis. Wenn Sie uns positiv raten, dann hilft dieses Rating den berühmten Algorithmen, das Falterradio sichtbar zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.